So Freunde, euer Manu wieder hier. Wie du bereits weißt, habe ich als Schauspieler für RTL 2 gearbeitet. Und zwar eine Sendung namens Workout. Und jetzt, am 4.2. geht's dann los. Um 17.10 Uhr wird die Sendung kommen auf RTL 2 und zwar 30 Folgen und ich bin in fast jeder Folge drin. Und jetzt möchte ich dir mal ein bisschen erzählen, wie das denn damals so bei den Dreharbeiten war. Als Model gebucht war ich auf der FIBO an einem Stand und da kamen viele interessante Leute bei mir vorbei und eine Person, die war besonders interessant, die hat nämlich gemeint, hey, hast du vielleicht Interesse daran, in einer Fernsehsendung mitzuspielen? Und da habe ich natürlich zugestimmt. Klang für mich sehr interessant und später kam dann auch der Anruf, ungefähr 1-2 Monate später, von derselben Person. Ja gut, jetzt melde ich mich bei dir, weil du hast ja gesagt, du hast Interesse bei der Fernsehsendung. Ich schicke dir den Bewerbungsbogen zu, dann habe ich einen Bewerbungsbogen ausgefüllt und habe zusätzlich noch ein Bewerbungsvideo gemacht. Das war bei mir ganz spontan und das habe ich denen dann zugeschickt. In dem Bewerbungsvideo ging es um ein vorgegebenes Szenario. Und zwar die eine Person wollte Geld pumpen von der anderen und die Situation eskalierte dann schließlich. Und ich habe mir also kurz einen guten Freund noch mit dazu geholt als Hilfe, der dann zusammen mit mir die Rolle gespielt hat. Habe das Video abgesendet und es hat offensichtlich die von Konstantin Entertainment überzeugen können, sodass ich die Rolle bekam. Nachdem ich dann meine Zusage hatte, habe ich gewusst, okay, das werde ich machen, das möchte ich machen. Dann habe ich beim Daimler dafür gesorgt, dass ich auch dementsprechend lange Urlaub bekomme, weil ich wusste, ich muss 5,5 Wochen Urlaub nehmen. Und das ist natürlich eine Hausnummer für einen Entwicklungsingenieur, der seine Termine hat. Aber ich habe es dann auch dort geschafft, das Hindernis zu überwinden und habe den Urlaub entsprechend einplanen können über die gesamten Sommerferien. Das war eine Gelegenheit, die wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Dann kamen in den folgenden Wochen zahlreiche Anrufe von verschiedenen aus dem Story, also von verschiedenen Mitarbeitern von Konstantin Entertainment aus dem Story Department. Die haben mich dann zu meinem Charakter abgefragt und haben verschiedene Details wissen wollen und haben daraus eine Rolle generiert. Heißt also, die Rolle, die ich dort gespielt habe, die hat teilweise auch ein Drehbuch gehabt und die hat dann auch gewisse Charaktereigenschaften von mir wieder gespiegelt. Du musst durchhalten, du musst gewinnen, auch für mich. Ja, das mache ich. Ich bringe das übel geil rüber. Das wäre cool, wenn du das übel geil rüberbringst. Genau. Die Vorgehensweise hat den Hintergrund, dass es mir leichter fällt, mich in die Rolle hineinzuversetzen. Aber es gab dann im Nachhinein betrachtet doch auch einige Szenen, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben, die ich dann aber trotzdem spielen musste und auch mich gut hineinfinden konnte. Was dann aber besonders interessant war, dann kam der gewisse Tag X, an dem ich in den Flieger gestiegen bin und schließlich nach Fuerteventura geflogen bin. Als ich dort gelandet bin, habe ich erstmal ein schönes Hotel vorgefunden und habe mir gedacht, wow, das wird eine tolle Zeit, da kann ich auf jeden Fall viel Urlaub machen. Aber ich habe mich getäuscht. Und zwar enorm. Mir wurde schnell klar, das wird kein Urlaub. Es war dort ein sehr hoher Leistungsdruck, deshalb, weil wir haben teilweise 14 Stunden am Tag gedreht. Es waren Pausen zwischendrin, sodass man sagen kann, die Arbeitszeit hat sich in einem gesetzlichen Rahmen gehalten. Allerdings war man halt wirklich die ganze Zeit auf den Beinen und musste auch die ganze Zeit konzentriert sein und vor Ort sein. Man musste immer abrufbereit sein. Und es ist nicht so wie jetzt in meinem normalen Job, dass ich viele Freiheiten habe und auch eine gewisse Steuerungsmöglichkeit habe, sondern ich war in der Nahrungskette ganz unten als Darsteller. Ich war letztendlich der, der da dann auch herumkommandiert wurde.
Man hat dort nichts zu sagen am Filmset. Man muss einfach den Anweisungen folgen und der Story dann letztendlich auch dienen. Also war dann für mich eine ganz neue Erfahrung, auch gerade das umzusetzen mit der gewissen Emotion, die gefordert war. Es war ein Kampf und... Ne? Ein Kampf. Was kannst du fragen? Nein. Timo, ne, du tröstest jetzt ihn und sagst Kopf hoch. Das mache ich, ja. So ist es mittlerweile für mich auch schon hier, weil ich jetzt gerade auch wieder ein Video drehe, zusammen mit einem Kameramann, und er gibt mir auch manchmal Anweisungen und ist etwas erfahrener. Aber das schätze ich. Auch dort habe ich die Erfahrungen von den Menschen am Filmset geschätzt, weil ich muss sagen, es sind wirklich hervorragend ausgebildete Leute dort gewesen. Die Kameramänner, die haben wirklich ihr Handwerk verstanden, und daher hat die Arbeit dort auch sehr viel Spaß gemacht.